Dankeschön, Peter Wedde, Dankeschön, Sönke Hillbrands. Jetzt ist einer der seltenen Augenblicke bei der Verleihung der Big Brother Awards gekommen. Der Preis kann nämlich verliehen werden, denn der Deutschlandchef von der Firma Change.org ist gekommen. Herzlich willkommen, Herr Gregor Hackmack. Entschuldigung. Kommen Sie gerade zu mir in die Mitte, dass wir die Preisverleihung machen können? Ja, ich würde gerne vor der Preisverleihung, vielleicht auch zwei, drei Worte im Moment sagen. Entschuldigung. Können Sie das Mikro mal ausmachen? Also wir hatten jetzt 8 Minuten lang, wo Sie uns dargestellt haben. Jetzt warten Sie doch einen kurzen Moment und lassen sich erstmal den Preis geben. Wir freuen uns auf den Preis. Herr Hackmack, kommen Sie doch zu mir. Also mir das Mikrofon abzudrehen. Herr Hackmack. Es ist eine Preisverleihung und an dieser Stelle bekommen Sie den Preis. Wenn Sie nicht wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht die Frage stellen, ob Sie dazu etwas sagen wollen, Herr Hackmack. Okay, danke, Herr Hackmack. Wenn Sie den Preis nicht entgegennehmen wollen, dann haben wir auch keine Gelegenheit, miteinander zu reden. Ich möchte Sie bitten, die Bühne wieder zu verlassen. Ja. Nee. Können wir machen. Okay, danke. Ich habe jetzt den Hinweis bekommen, ob Sie es nicht, die Digital Courage Leute, die Trophäe nach San Francisco senden wollen. Nein? Okay, also, dankeschön. Dann könnte man das Mikro wieder anmachen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich weiß. Herr Hackmack, unter guten Menschen ist es einfach so, wenn man eine Einladung bekommt, auf die Bühne zu gehen, dass man sich vielleicht erstmal begrüßt, dass man nicht aneinander vorbeigeht und da vorne hinstürmt und dann sich nicht hier dem Moderator, der nun mal der Veranstaltungsleiter ist, von ihm den Preis übergeben lässt. Ich habe Sie eben gefragt. Und ich sage es jetzt noch einmal, ich gebe Ihnen gerne den Preis, wenn Sie ihn jetzt wollen. Dann gebe ich Ihnen den Preis. Möchten Sie ihn haben? Dann, wenn Sie noch überlegen wollen, dann bitte ich Sie, Platz zu nehmen jetzt. Sie können ihn auch gerne nach der Veranstaltung noch bekommen. Bitte schön. Nein, das dürfen Sie nicht, Herr Hackmack. Bitte verlassen Sie jetzt die Bühne. Bitte verlassen Sie die Bühne. Die Firma. Ja, okay. Also ich komme aus dem Wendland, ich weiß. Ja. Alles gut. Alles gut. Okay, wir können die Laudation jetzt auch an andere Position machen. Es ist gut jetzt, Herr Hackmack, könnten Sie bitte jetzt Ihren Mund halten? Bitte, Herr Hackmack, verlassen Sie jetzt die Bühne. Also Digital Courage hat im Vorfeld mit Herrn Hackmack telefoniert und den Ablauf hier auch ein bisschen besprochen, dass er den Preis entgegennehmen kann und dass er dann auch die Möglichkeit hat, etwas dazu zu sagen. Wir haben uns für die Form entschieden, dass er erst diesen Preis bekommt und dass ich ihm dann eine Frage stelle und er dann etwas dazu sagen kann. Das möchte er nicht. Deswegen möchte ich Sie jetzt das letzte Mal bitten, ich kenne Sie nicht, es tut mir leid, ich kann es Ihnen nicht geben. Ja, das ist ja wunderbar. Okay. Okay. Ich wusste nur, dass Sie auf die Bühne kommen werden, den Preis entgegennehmen werden. Ja. Es ist ja auch schön, dass Sie gekommen sind. Also wollen Sie ihn jetzt verleihen oder nach San Francisco schicken? Also ich muss einmal gerade die Regeln erklären, damit das hier klar ist, weil ich hatte den Kontakt. Es ist so, dass wir die Preisträgerinnen und Preisträger einladen. Herr Hackmack als Deutschlandchef hat die Einladung bekommen. Wir schreiben außerdem jeweils die Presseabteilungen an und sagen, diese Einladung haben wir in Ihre Geschäftsführung geschrieben. Machen Sie sich darauf aufmerksam, dass da was im Busche ist und dass Sie das nicht übersehen. So etwas kann in einer Firma passieren. In der Regel schicken wir das auch an die Datenschutzbeauftragten. Den haben wir nur bei der Firma Change.org nicht gefunden. Und Moment, okay, wir wollen uns jetzt nicht lustig machen über ihn. Dann haben wir miteinander telefoniert, Gregor. Also, Moment,
Gregor, dann haben wir telefoniert. Ich habe erklärt, ich habe dir das erklärt. Ich versuche gerade zu erklären. Wir haben dann am Telefon, genau, eine Stellungnahme und es war abgesprochen. Es fängt an, Spaß zu machen. Und wir haben es abgesprochen, dass er in einer Interviewsituation mit Herrn Liebold hier auf der Bühne steht. Die, die die Big Brother Awards kennen, wissen auch warum. Als nämlich hier ein anderer Preisträger stand, da hatten wir, dann stand er da, hat alle im Raum beleidigt, hat rumgepöbelt, ewig geredet. Die, die dabei waren, kennen das noch. Diese Situation wollen wir vermeiden, dass jemand sich so unprofessionell verhält. Deswegen haben wir Herrn Liebold gebeten, eben die Moderation vorzunehmen. Und da kann er auch sein Statement sagen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir auch in die Regel. Vielleicht kommst du gerade hierher, lieber Andreas. Ist okay, wenn Sie auch dabei sind. Aber Sie waren jetzt nicht als Preisträgerin eingeladen, sondern als Unterstützung und darauf aufmerksam machen. Genau, Sie waren, wie gesagt, Sie sind als PR-Unterstützung eingeladen. Und jetzt komm einfach her und dann mach dein Statement. Ja. Dankeschön. Und Badelun, vielleicht möchtest du jetzt an... Herrn Hackmark den oder an seine Stellvertreterin diesen Preis übergeben. Dankeschön. Ganz kleinen Moment. Nein, ich halte es fest. Er hat eben gesagt, es gab einfach unschöne Erlebnisse hier. Deswegen, Sie bekommen ja die Gelegenheit. Möchten Sie jetzt etwas dazu sagen? Ich ahne, ja. Darf ich es mitmachen? Wir möchten gerne einladen, dass der Award nach San Francisco geht, weil, wie Sie ja wissen, ist Deutschland eins von mehreren Büros. Change.org hat aber sein Hauptbüro in San Francisco und wir sind heute hier auf Einladung und würden jetzt gerne ein paar Dinge dazu sagen. Soll ich die Einladung übernehmen? Also erstmal möchte ich meine Empörung darüber ausdrücken, wie schwierig das ist, hier überhaupt ans Mikrofon zu kommen. Und ich finde, unter guten Demokraten sollte man auch die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen. Ich habe mir jetzt 8 Minuten lang oder 10 Minuten lang angehört, was Ihre Laudatoren zu Change.org recherchiert haben, in Anführungszeichen. Und ich finde es jetzt auch wichtig, das richtig zu stellen. Also ich selber bin erstmal total überrascht, dass wir diesen Award bekommen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen und die Überraschung ist euch wirklich hier gelungen. Ich selber bin seit Jahren engagiert für Transparenz, für Datenschutz. Viele aus diesem Raum kenne ich. Wir haben gemeinsam viele Kampagnen gemacht, das Transparenzgesetz in Hamburg auf den Weg gebracht. Wir haben immer nach der Devise gehandelt, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. So, worum geht es hier eigentlich auf Change.org? Es geht um Petitionen. Petitionen sind ein an sich per se öffentlicher Akt. Ich möchte mich für eine Sache einsetzen in der Demokratie. Ich möchte mich öffentlich dazu bekennen. Ich selber komme aus dem Wendland. Damals im Wendland haben wir unsere Unterschriften gegen die Atomkraft in der Lokalzeitung veröffentlicht, um öffentlichen Druck aufzubauen. Und auf change.org ist es eben möglich, Einzelanliegen per Unterschrift zu unterstützen. Das Einzige, was man bei uns braucht, ist tatsächlich eine gültige E-Mail-Adresse. Man kann sich einen anderen Namen ausdenken, man kann unter Pseudonym unterschreiben, selbstverständlich. Man muss nichts weiter angeben. Jeder gemeinnützige Verein, inklusive Digital Courage, sammelt mehr Daten über die Unterstützerinnen und Unterstützer als Change.org. Denn ihr sammelt die Bankverbindung, ihr sammelt die Postadresse, um die Spendenbescheinigung zuzusenden und dass Online-Petitionen natürlich auch von gemeinnützigen Organisationen genutzt werden können, um den eigenen Unterstützerkreis und Newsletter aufzubauen, das ist was ganz Normales. Jede gemeinnützige Organisation hat einen Newsletter, übrigens auch Digital Courage, worüber ich die Einladung übrigens parallel bekommen habe, vielen Dank. Ich bin großer Unterstützer und großer Fan von euch. Und insofern geht es natürlich immer darum, diese Newsletter-Verteiler zu erweitern. Und bei uns können Bürgerinnen und Bürger kostenlos diese Petitionen starten. Gemeinnützige Organisationen haben zusätzlich die Möglichkeit, ihren Newsletter zu bewerben. Und dann können Bürgerinnen und Bürger beispielsweise den Newsletter einer Organisation, die sich für Datenschutz einsetzt, dann abonnieren und so ihren Verteiler eben vergrößern. Und das ist ein Angebot, was wir machen. Und wir finden das auch richtig, dass wir das machen. Wir sind eine offene Plattform, es gibt auch andere Modelle, Campact beispielsweise, Kooperationspartner von Digital Courage. Da kann man das auch so machen, dass man eine Kampagne startet für Netzneutralität, so geschehen 2014, und dann Unterschriften sammelt und dann im Anschluss eben
da den Spendenaufruf oder den Förderaufruf für die eigene Organisation drüber schickt, über genau diesen Verteiler, da habt ihr eine Menge Förderer und Spender gewonnen. Finde ich auch richtig, weil es braucht Organisationen, die sozusagen dann auch in der Zivilgesellschaft das Wissen aufbauen, recherchieren und so weiter. Und deswegen finde ich unser Modell super, das ist ein Parallelmodell und letztendlich nützt das allen und es stärkt die Zivilgesellschaft. Ich persönlich, doch. Wir können leider jetzt hier in keine Diskussion eintreten, das würde den Rahmen wirklich sprengen, aber ich denke, er wird auch so langsam zum Schluss kommen. Ja, also ich selber, also es geht letztendlich im Aktivismus natürlich nicht ums Geld, das ist auch wichtig, sondern es geht um soziale Wirkung und ich bin stolz darauf, dass bei change.org fast jede Stunde eine Kampagne erfolgreich ist. Vor 2 Monaten haben beispielsweise 370.000 Menschen in Indien dafür gesorgt, dass die Netzneutralität erhalten bleibt. An diesem Montag hat Marianne Grimmenstein, Musiklehrerin aus Lüdenscheid, nicht weit von hier, eine Bürgerklage beim Bundesverfassungsgericht gegen CETA eingereicht mit über 70.000 Vollmachten, die sie als Einzelperson mithilfe ihrer Petition auf change.org gesammelt hat. Und insofern begeistert mich das Modell von change.org und ich erkläre es gerne im Anschluss, wir verkaufen keine Adressen, sondern wir geben den NGOs die Möglichkeit, ihre Newsletter bei uns zu bewerben und jeder Nutzer muss natürlich jedes Mal wieder zustimmen, wenn er beispielsweise an einer Umweltschutzorganisation oder Datenschutzorganisation über die Zeichnung seiner Petition hinaus interessiert ist. Und insofern, das machen wir transparent, deshalb stehe ich heute hier und ich hätte es auch schon vor 5 Minuten transparent gemacht, wenn ihr mir das Mikrofon gegeben hättet. Ich lade euch ein, lasst uns diskutieren darüber. Vielleicht habt ihr auch Lust, die ein oder andere Kampagne zu starten. Wir sind für euch da. Und ich finde den Preis in dem Fall eben nicht gerechtfertigt. Wir klären darüber auf, auch was ein Sozialunternehmen ist. Ein Sozialunternehmen ist eine Organisation, die zwar unternehmerisch tätig ist, aber nicht mit Gewinnabsicht. Ganz im Gegenteil, unsere sozialen Investoren müssen immer wieder investieren, quasi in das Unternehmen hineinspenden. Also insofern, ich finde das eine super Sache. Ich lade euch ein und danke euch für die Aufmerksamkeit und dass ich am Ende dann doch noch was sagen durfte. Vielen Dank. Ja. Danke Ihnen. Die Diskussion ist eröffnet. Sie werden sicherlich nach der Veranstaltung noch von einigen angesprochen werden. Da können Sie Ihren Werbeblock ja noch ausweiten. Hat er irgendwie nicht ganz verstanden. Er wäre auf jeden Fall zu Wort gekommen. Aber nun gut. Die dritte